Der hier ist im letzten Jahr die Megawand hoch. Hier ist Giovanni Ertl, 23 Jahre, aus München. Also wir haben schon viele Sixpacks gesehen. Aber was ist das für ein Sixpack? Ja, normal. Ja gut, wir sind auch verwöhnt durch die letzten Jahre. Aber ich finde, also soweit ich ihn in Erinnerung habe, war der schon immer natürlich fit. Der ist die Megawand hoch, ich habe es gerade gesagt. Personal Trainer. Ja, also gutes Vorbild. Ja, und du hast schon die Megawand angesprochen. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, auch jetzt hier in diesem Vorrundenparcours. Aber er macht einen sehr konzentrierten, vielleicht ein bisschen hektischen Eindruck. Das werden wir jetzt sehen, ob er sich da jetzt fängt, ob der Parcours das für ihn regelt. Wir werden es sehen. Macht er sehr gut. So, einmal rum. Macht er rückwärts. Rückwärts. Ja, alles gut. Ja, wenn man das kann, dann macht man das. Nochmal, die beiden schnellsten dieser Vorrunde gehen am Ende 10 Meter in die Höhe und duellieren sich um 5000 Euro und einen Safety Pass direkt ins Finale von Ninja Warrior Germany 2020. Er liefert hier einen super Auftritt. Mich wundert nur die Hose. Die ist jetzt gerade mal Wumpe. Ist das eine Pyjama-Hose? So, jetzt das Sprungtuch geht runter. Also das hat er auch mitbekommen, nicht von zu weit oben springen. Sehr stark. Der ist top unterwegs und eine super Zeit, ja. Also wir können es noch nicht ganz einschätzen. Doch, das können wir einschätzen. Weil ich nicht. Das ist der Unterschied. Man sieht das ja auch, dass er auf Tempo geht. Deshalb kann man es einschätzen. Ja. Jetzt hängt er. Ja, da muss er hin, um rübergreifen zu dürfen. Und jetzt geht's in den ersten von drei Einrastern. So, das macht er sehr gut. So. Der ist schnell, ne? Der hat auch noch Körner. Boah. Und wie nennst du es immer? Der hat eine gute Physiologie. Ja. Also das Verhältnis von Gewicht und Muskel sieht gut aus. Aber der kämpft. Der kämpft. Mhm. Der kämpft. Aber guck mal, jetzt, wenn er das schon sieht, diese Matte. So, dieses Abfangen, jetzt dieses Runterfallen. Macht er gut, macht er kontrolliert. Und so, geht er auf die Zeit, weil er den Power Tower im Hinterkopf hat? Oder geht er auf die Megawand, die ihm, wenn er sie packt, 2000 Euro bringt? Und sicher ins Halbfinale. Und er weiß ja, ne? Er hat sie ja schon mal gepackt. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Wenn man die Megawand versucht, verzichtet man quasi auf den dritten Versuch an der kleinen. Nein. Nein. Sie ist nicht höher geworden. Nein, nein. Das heißt, jetzt hat er noch einen Versuch an der kleineren Wand. Die ist im Verhältnis dazu machbar und das macht er auch easy. Giovanni, herzlichen Glückwunsch. Top-Leistung. Du einer von denen, und es waren nicht viele im letzten Jahr, die Megawand geschafft haben. Und du wolltest es nochmal, ne? Aber mir hat die Kraft gefehlt leider. Okay. Du kennst das Prozedere. Die besten 16 ziehen ins Halbfinale ein. Wir können dir noch nicht sagen, ob es reicht. Aber ich würde vermuten, die Chancen stehen nicht schlecht. Dankeschön. Ich hoffe, es funktioniert. Ist dein Sixpack noch krasser geworden? Eightpack, ja. Yeah. Sorry. Eightpack. War Spaß. Also, krasse Leistung. Giovanni, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Danke.